Moin, in diesem Video geht es darum, über It's Learning einen Videokonferenzraum in BigBlueButton zu öffnen und die Konferenz zu starten. Um die Videokonferenz zu eröffnen, klicken Sie in dem gewünschten Kurs in It's Learning auf das Icon Videokonferenzraum. Dann klicken Sie in neuem Tab Öffnen und sind jetzt im Warteraum. Hier können Sie optional einen Gästelink generieren. Schülerinnen und Schüler eines bestehenden Kurses können ohne Link und ohne weitere Einstellungen in den Konferenzraum des Kurses gelangen. Wie Sie dies steuern können, erfahren Sie im Video. Erstens, BigBlueButton, Anlegen und Einrichten eines Videokonferenzraums in diesem Kanal. Um die Konferenz zu öffnen, klicken Sie oben auf Konferenz öffnen. Klicken Sie als nächstes auf Selbst beitreten. Es öffnet sich ein weiterer Tab mit dem Videokonferenzraum von BigBlueButton. Jetzt geht es um die Audioeinstellungen. Wählen Sie mit Mikrofon der Konferenz beitreten, sonst wären Sie nicht zu hören. In den meisten Browsern werden Sie jetzt gefragt, ob Sie die Nutzung des Mikrofons zulassen. Klicken Sie hier auf Zulassen, sonst können Sie das Mikrofon nicht verwenden. Dann folgt ein Echo-Test. Wenn Sie sich im Echo-Test nicht hören können, klicken Sie auf das rote Symbol. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Mikrofon und Lautsprecher auswählen können. Diesen Vorgang können Sie beliebig oft wiederholen, bis das Mikrofon und der Lautsprecher korrekt eingerichtet sind. Das Echo hören Sie allerdings nur im Echo-Test. Wenn Sie das grüne Symbol angeklickt haben, werden Sie in den Konferenzraum weitergeleitet. Hier fällt als erstes das Whiteboard auf. Sie können es so ähnlich verwenden wie eine Tafel. Auf der linken Seite sehen Sie den Chat, die geteilten Notizen und die Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Im unteren Bereich des Bildschirms können Sie sich auf Stumm schalten, wenn Sie eine Zeit lang nicht gehört werden möchten. Dort finden Sie auch die Lautsprecher und die Kameraeinstellungen. Klicken Sie auf die Kamera, wenn Sie möchten, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Sie sehen können. Auch hier werden Sie gefragt, ob Sie den Gebrauch der Kamera zulassen möchten und starten dann die Freigabe. Durch einen Klick auf die Pfeile in der Ecke können Sie einzelne Elemente groß und wieder klein schalten. Durch Anklicken des Männchens schalten Sie den Seiteneinschub um. Dies war ein kurzer Überblick zum Start in BigBlueButton. Weitere Anwendungsbereiche des Programms, die Sie während einer Videokonferenz zum Unterrichten gebrauchen könnten, stellen wir Ihnen im nächsten Video. Drittens, BigBlueButton, die wichtigsten Funktionen und in verschiedenen Anleitungen auf der Seite der Medienberatung des IQSH vor.